Hallo Leute, hier ist eure Lisha und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Witwen-Challenge, obwohl wir noch nicht mal einmal eine schwarze Witwe sind. Wir wollen heute unseren Travis heiraten und ich habe gerade bemerkt, wir sind kurz davor, unser Baby zu bekommen. Bei diesem Sim ist es fast soweit. Er ist mehr als bereit, dieses Baby, also Kind, zu bekommen und hätte es am liebsten hinter sich. Das heißt, eventuell kriegen wir mit den Hochzeitsvorbereitungen das Baby. Und, ja, ne? So, toll. Travis hat das Essen hier liegen lassen. Das ist nicht gut. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal eben... Oder macht sie sich was? Gartensalat zubereiten. Ja, sie macht sich was. Okay, dann lassen wir sie einfach machen. Die wirkt wirklich sehr aggressiv. Sehr aggressiv, ja. Batsch! Oh nein, sie hat sich auch noch geschnitten. Dein Ernst? Ach, Kindchen. Warum blinkt das so? Flackert, warum... Travis? Kriegt sie das Baby jetzt gleich? Oh, sie hat sich schon wieder geschnitten. Was macht sie denn nur? Eine gute Mutti ist sie auf jeden Fall nicht. Ahem. Ich meine, also sie kann ja auch gar nicht kochen, ne? Was? Wen haben eingesetzt? Julie platzt vor Vorfreude, ihren Nachwuchs zu sehen. Was? Oh mein Gott, ist es jetzt schon so weit? Oh mein Gott. Travis, steh auf. Oh mein Gott. Kann man ihr helfen? Julie, nein. Wange streicheln. Nach Entbindungstermin fragen? Ja, mach mal. Oh, ist mir jetzt egal, dass die unwohl ist. Deine Frau kriegt ein Kind. Also deine noch nicht Frau. Oh mein Gott. Oh, hallo, na, wer willst du denn entbinden? Was haben wir denn hier? Es geht los, schwanger in den Wehen. Oh, wegen Versuch, Baby zu machen. Es geht los, 3 Stunden. Na, du, sag mal, wann geht's eigentlich los? Ja, das geht jetzt los. Meine Fruchtblase ist gerade geplatzt. Müssen wir... Ach ja, die Platt... Ja, klar, wir können jetzt ein bisschen quatschen noch. Kein Thema. Ich bin hier voll nervös und die beiden unterhalten sich. Hallo, geht's noch? Was soll ich denn jetzt machen? Oh, Himmelswillen. Ah, ich habe mir nicht mal euren Namen angeguckt. Nein! Oh Gott, ich habe mir nicht mal richtig... Ihr habt ja vor ein paar Folgen ein paar Vorschläge gemacht. Ich habe die mir natürlich ein paar angeguckt, aber ich habe nicht gedacht, dass jetzt das Baby kommt in dieser Folge. Oh, nein! Ich weiß nicht mehr, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Wasabi, ja, Wasabi ist nicht lecker. Oh, die machen mich verrückt, die beiden. Die quatschen einfach. Und er, was macht er jetzt? Nee, du gehst nicht ins Bett. Du kannst jetzt hier aber schön aufräumen. Das kannst du auch... Oh, die will keiner mehr essen, die Cerealien. Das kann er schön aufräumen. Ja, toll. Dann kann er auch... Er kriegt jetzt Wasser zum Essen, super. Müssen wir jetzt irgendwas machen? In 2 Stunden kriegt sie ihr Baby. Oh Gott, haben wir überhaupt Platz für das Baby? Wo kann das Baby hin? Es kriegt ja erstmal so eine Krippe, ne? Nee, nicht eine Krippe. Oh Gott, wie das Jesuskind, ne? So ein Babybett kriegt das ja gestellt. Das ist ja automatisch, ne? Oh Gott, wie furchtbar. So. Travis, du bleibst schön wach. Mach ein Nickerchen. Okay, wir spulen jetzt einfach mal vor. 2 Stunden. Oh, ich bin so nervös. Um 3 Uhr nachts kommt das Baby. Oh Leute, so war das nicht geplant. Oh Gott, es geht jetzt gleich los. Ich bin so nervös. In Foren provozieren. Ah ja, mit Julie plaudern. Das ist ja auch wunderschön hier so, ne? Wir warten jetzt, bis das Baby kommt. Oh, ich bin so nervös. Die will plaudern, einfach nur plaudern. Was hat er denn jetzt? Treebar. Oh mein Gott. 35 Minuten. Wir machen nochmal eben den Abwasch. Hochschwanger. Tut sie sich jetzt dabei auch wieder weh? Die sieht aus, ne? Mit dem Bauch. Oh Gott. Ah, die kriegen noch größere Brüste dabei, oder?
Du willst den Müll leeren? Jetzt? Du kriegst in 22 Minuten ein Kind. Ja? Bist du dir sicher? Sie will jetzt echt den Müll leeren. Klar. Ach ja, wir ziehen uns auch nochmal eben um. Ist ja nur in 13 Minuten soweit. Oh mein Gott, mach den Müll schneller weg. Mach den Müll schneller weg. Oh nein, oh nein. Oh Gott, wir kriegen am Mülleimer das Baby. 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 Ich glaub's nicht, ein Müllbaby. Ist es nicht soweit? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ihr wisst jetzt, dass... Das war's? Das war's? Echt jetzt? Julie bekommt ein Baby. Was? Nirvana, ja? Ja, pressen. Pressen, damit es alle Nachbarn mitkriegen. Ja. Baby bekommen. Im Stehen! Im Stehen! Es ist ein Junge. Geburt, Leben, das Universum und alles warten. Es wird ein langer Weg, Kind. Julie hat soeben einen Jungen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Wie möchtest du ihn nennen? Verdammt. Weiß ich dir spontan noch einen Namen, den ihr mir genannt habt? Ich google mal ganz kurz. Ich mache hier mal kurzen Stopp. Ich guck mal ganz kurz nach. Ich habe ja zum Glück eine App auf dem Handy, dass ich nachgucken kann, was ihr da gesagt habt. Ich muss jetzt nur das Video finden. Moment. So, ich glaube, das ist dieses hier. Ja, hier sind Namen. Perfekt. Okay, welche Namen haben wir denn? Junge, Mika. Junge, Mika. Hä? Zwei verschiedene Personen wollen Mika haben. Okay. Junge, Julius. Auch schön. Da haben wir viele Namen. So, Kilian als Name. Finn finde ich super spontan. Ich glaube, das passt. Unser erstes Baby heißt dann Finn. Ich kann ja die Liste einfach nehmen, dass wir all unsere Namen davon nehmen. Das war nämlich die vierte Sims-Folge, wie die Karnickel. Da habt ihr ganz viele Namensvorschläge genommen. Gemacht. Und davon nehme ich einfach den Namen. Wir nennen ihn Finn. Von der Sandra war der Vorschlag. Ich weiß nicht, vielleicht hat auch noch jemand anders diesen Namen vorgeschlagen. Finn Widow. Machen wir weiter. Oh ja. Lol. Glitzer. Ah, mein erstes Baby in Sims. Ah, ist das niedlich. Baby machen direkt wieder. Hallo Finn. Können wir hüpfen, liebkosen, reden, schaukeln? Sind wir doch, er ist glücklich, ne? Glücklich. Kein Augenblick im Leben eines Sims ist freudiger als die Geburt eines Kindes. Sie macht erstmal Pipi. Wie er direkt wieder ein Baby machen will. Kann ich das Baby... Oh, ich kann es Gott sei Dank verstellen. Oh, das ist aber so schief. Ah, jetzt. Jetzt ist besser. Wie rum... Die Kommode muss weg, ganz einfach. Finn hat jetzt Vorrang. Die Kommode kommt jetzt dahin. Finn kommt dahin. Tja. Ah, okay. Ja, gut. Ist ein bisschen anders verlaufen, die ersten Minuten dieser Folge. Das war... Es war eigentlich die Hochzeit geplant und nicht Finn. Oh, der kleine Süße. Oh, der hat ein Lächeln im Gesicht. Ich kann ihn schon auswählen. Nee, ich kann ihn noch nicht auswählen. Oh, dann sehe ich noch gar nicht seine Bedürfnisse. Das ist ja echt schwierig. Das ist gerade mega spannend für mich, weil ich wirklich noch nie ein Baby hatte. Ich habe auch noch nie geheiratet oder so. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen was mit Finn, oder? Ich glaube, ich schaffe das die Folge nicht mit dem Heiraten, Leute. Es tut mir echt leid. Liebkosen. Angurren. Füttern. An die Brust nehmen, ne? Wir machen mal mit der Brust. Dann bauen wir eine größere Bindung zu unserem Kind auf. Oh, ist das niedlich. Oh, Finn ist auch ein ganz lieber Kerl bis jetzt. Ich hoffe, das bleibt so. Oh, yeah. Wir bauen ein Verhältnis zu unserem Baby auf.
Witz erzählen, weil glücklich ist. Ja, wir können ihm, glaube ich, keinen Witz erzählen, oder? Ach, wir können ihn älter werden lassen. Oh, wollen wir ihn älter werden lassen direkt? Wir Yonki. Ich hab dich ganz doll lieb. Oh, das ist niedlich. Schaut ihn euch an. Sieht er aus wie Papa oder Mama? Dubu. Oh, ist das niedlich. Oh, mein erstes Baby in Sims. Ich bin begeistert, Leute. Ich bin begeistert. So, jetzt füttern wir noch das Kindchen. Jetzt wird zensiert. Gut, es wird zensiert. Okay. Gut, ich wollte gerade sagen. So, und der Mann schläft. Aber gut, der muss auch gleich arbeiten, ne? Okay, welchen Tag haben wir denn heute eigentlich? Wir haben... Also wir müssen erstmal noch die Romantik wieder hochbringen mit Julie. So, wir haben Samstag. Er hat eigentlich... Sollen wir die Folge länger machen? Komm, wir heiraten heute. Wir heiraten heute. Wir sehen zu, dass Julie es jetzt besser geht. Das Baby schläft gerade. Dann soll es ein bisschen Spaß haben. Sportschau-Kanal ist, glaube ich, nicht so lustig. Ich glaube, es ist viel effektiver, wenn wir... Oder? Geht dadurch? Okay, der Spaß geht dadurch hoch. Okay, dann, wenn es ihr gefällt, dann lassen wir das. Spulen wir einfach mal vor. Wir machen heute noch die Hochzeit. Und wenn es jetzt eine lange Folge wird, dann ist das jetzt halt so. So. Wie sieht unser Mann aus? Der ist immer noch vollkommen fertig mit der Welt. Warum braucht er denn so lange? Achso, jetzt pennt die auf der Couch. Auch gut. Sehr unwohl, er muss pipi. Ja, tja, dann geh mal schnell. Wehe, du machst jetzt beim Baby in den Raum. Wehe. Trau dich. Trau dich. Ah, das sieht so lustig aus. Oh, okay, sie ist auch aufgewacht. Frown. Okay, ich würde sagen, wenn er jetzt... Oh Gott, die Toilette ist kaputt, nicht super. Wir sehen zu, dass die Romantik jetzt bei den beiden nochmal steigt. Sie dreht sich um und redet mit ihm, alles klar. Wir erklären ihm mal unsere ewige Liebe, was ja nicht stimmt, aber naja. Ist das nicht schön mit dem mit der Toilette, die ich zu einer Sprengleranlage wollte? Oh Mann. Ah, die muss er eindeutig reparieren gleich. Kann er das? Wie ein Champion pieseln. Ah ja. Ja, reparier das mal. So. Wir legen uns jetzt nochmal schlafen, währenddessen Travis die Toilette repariert. Und dann heiraten wir. Hoffentlich. Wenn er kann. Obwohl, können wir nicht noch eine Kaffeemaschine kaufen? Wie teuer ist deine Kaffeemaschine? Lass doch mal gucken. Kaffeetisch? Ach nee, Maschine wollte ich. Kaffee. Na, mach doch. Was macht er denn nicht jetzt? Kaffee. Tisch. Küchengerät. Kaffee in Küchengeräten. Genau, da sind sie doch. Dann nehmen wir uns die Kaffeemaschine und dann weckt die uns bestimmt. Getränkqualität, Zuverlässigkeit. 155. Ich glaube, wir sollten schon die da nehmen, ne? Die kostet 365. Boah, ist der richtige Luxus hier. Ich nehme die, in der Hoffnung, dass sie nicht so oft kaputt geht. Der Farbe. So. Okay. Dann kann Travis sich nachher nämlich einen Kaffee nehmen. So, Moment. Ein Kaffee. Yay, wir haben eine Geschicklichkeit erlernt mit Travis, was uns überhaupt nichts bringt. Aber okay. Immerhin wollen wir ihn ja umbringen. So, was ist mit Finn? Hallo, du Kleiner. Hallöchen, du liebesartiges Baby. Ja, sollen wir den eigentlich altern lassen? Weil wenn ich auf dem Meer ausgehe, kann ich ihn ja altern lassen. Dann geht er aber direkt halt auch in die Schule bestimmt, ne? Stolz vorzeigen. Oh, ist das süß. Kindersitter-Service engagieren ist wahrscheinlich voll teuer. Kosen, reden, hüpfen, Flasche füttern, Windel wechseln. Eigentlich kann er auch mal die Windel wechseln, ne? So. Und dann... servieren wir ein Frühstück. Rührei nur. Der Rest ist zu teuer. Ja, mach mal einen Kaffee. So. Energie ist jetzt nicht wirklich gestiegen.
Die hält sich eher, oder? Doch, jetzt ein bisschen. Schade, ich hatte gehofft, dass der Kaffee mehr Effekt zeigt. Energie geladen. Was? Der hat schon die Windel gewechselt? So schnell? Mein Gott. Koffeinrausch, weil Kaffee getrunken hat. Es geht doch nichts über eine Tasse heißen Kaffee, um Energie zu tanken. Naja. So, Travis kann nämlich gut kochen, im Gegensatz zu unserer Julie. Habe ich vorhin aus Versehen Chloe gesagt? Chloe war ja unser Anders-Sim von der Survival Challenge. G-Napsa. G-Napsa, ja, genau, G-Napsa. So, dann weckst du nämlich noch deine Frau. Kann ich sie nicht wecken? Doch, aufwecken. Was will die denn schon wieder? Möchte vorbeikommen und abhängen. Nein! Der geht mir hier echt fremd mit dieser Karina, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Wir müssen ihm fremd gehen. Mit Dingens hier. Wie hieß er denn? Ich hab's gerade vergessen. Wie heißt er denn? Wie heißt er? Mit Mortimer, genau. Jetzt hast du dich auch hier mit den Salzstreuer vertan. Ich glaub's nicht. Die beiden sind hier eine Familie, ne? Die Karina, die müssen wir uns zur Freundin, zur Feindin machen. Nicht zur Freundin. Zur Feindin machen. Ja, klar, nimm dir. Weck deine Frau später. Achso, doch, jetzt macht er es, oder? Oh nein. Oh, oh. Oh, oh, was hat er, was hat er? Ich glaube, er stinkt. Windel, oder? Schmutzige Windel wechseln. So, ach, können wir die Windel erst wechseln, wenn die schmutzig ist? Ja, mal klar, dann machen wir schon. Ja, ganz artig. Ach, Gott sei Dank. So, dann nimm dir jetzt was zu essen. Ach, macht sie schon, oder? Sehr gut. Danach nimmst du dir noch einen Kaffee. Und dann wird geheiratet, meine Kinder. Wohl, dann geht sie noch duschen. Können wir schnell duschen? Nachdenklich, erfrischend duschen. So. Soll doch erst essen. Was macht er da? Er steht rum und... Ach, ist es im Stehen. Sehr romantisch, sehr romantisch. Gut, spuren wir doch mal vor. Er kriegt jetzt auch noch mal ausnahmsweise einen Kaffee. So, das können wir dann nämlich noch. Das hat nämlich die Floni gesagt. Das tun wir... Das räumen wir nämlich auf. Nee, nicht aufräumen, war falsch, ne? War nicht... Können wir das zum Essen rufen? Weckling, Inventar platzieren, Angericht nehmen, aufräumen. Ich kann ja nur aufräumen, ne? Öffnen. Kochen. Ja, komisch. Na gut. Oh nein! Oh nein, warum weinst du? Na, mein Kleiner. Likosen. Komm, beeil dich mit der Ruhe ein, was du auch immer machst. Was? Finn! Der Finn, mach schneller! Jetzt mach doch! Oh Gott, jetzt räumt der alles weg, ich glaub's nicht. Oh, Gott sei Dank. Die Julie macht das schon. Gott sei Dank. Frieden. Ah, du süßes kleines Dirle, du. Das schaffen wir nicht mit der Hochzeit. Das schaffen wir nicht. So, okay, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach... Wir planen jetzt die Hochzeit. Kommt. Hochzeitsfeierplan machen wir jetzt. Wir haben zwar nicht viel Geld, aber das muss jetzt. Das muss jetzt gehen. Was? 1000 Simoleons. Oh Gott. Okay. Eine Hochzeit macht noch lange keine gute Ehe. Aber sie hilft schon mal, alles in die richtige Bahn zu lenken. Ja, in den Tod. Zu den Gold-Level-Belohnungen gehört ein neues Küchengerät. Aha. Ja, gut. Müssen wir machen. So. Brautpaar, genau. Klicke, um ein Sim einzuladen. Wir möchten Summer einladen. Ich will die nicht einladen. Warum geht nicht der Montimor? Ich will den Montimor einladen. Oh, was? Oh mein Gott, die hat richtig mit dem geflirtet. Ich glaub's nicht. Okay, Moment. Ich glaube, wir müssen dann mit Julie hier die Hochzeit planen, damit wir Montimor einladen können. So, springen wir vor. So. Gäste einladen. So, jetzt können wir nämlich Monty machen. Die schnappen wir uns, die Karina. Die machen wir fertig. Die blöde Kuh machen wir fertig. Laden wir einfach mal alle ein, oder? Wer ist Annetta Winter? Keine Ahnung. Jens Jakob, den laden wir natürlich auch ein. Wir machen einfach alle.
So. Catering. Chloe! Guck mal, da ist unsere Chloe. Dafür zahlen wir Lana noch die Chloe ein. Die macht das. Kann die kochen? Kann Chloe kochen? Naja, die hat nie wirklich gekocht, aber das wissen wir bei den anderen Sims genauso wenig. Chloe macht das einfach. Ein Mixer, Musiker. Oh, wir kennen keinen. Doch, der kann der das. Mixer? Oh Gott, das wird mich im Vermögen kosten wahrscheinlich. Ach, dann gibt's halt keinen Sänger. Einen Sänger gibt's nicht. Sänger sind aus. Ich will den nicht. Ach so, ja. So, besser. Okay. Wähle einen Ort. Museum. Park. Park. Eine Bar. Ein Nachtclub. Super Idee. Eine Lounge. Widow-Resistenz. Die Braun-Resistenz. Goth-Resistenz. Die beste Freunde auf Lebenszeit-Resistenz. Ich würde sagen, der Park ist toll, ne? Nehmen wir den Wüstenblütenpark. So. Ich bin so aufgeregt. 1000 Simoleons hatte ich das jetzt gekostet. Ah, ganz schön viel Geld. So, dann müssen wir auch gleich unseren Job mit Julie kündigen. Na mach schon. Wir kriegen das noch hin mit der Hochzeit. Ich weiß nicht, wie sowas klappt, aber wir machen das schon. So, ein paar Tipps für erfolgreiche Veranstaltungen. Für eine Hochzeit werden ein Kuchen und ein Hochzeitsbogen benötigt. Ein Hochzeitsbogen. Aha, Moment. Wir gucken uns hier erstmal um. Die Gäste sind schon da. Wir sehen schick aus. Die Gäste sehen auch schick aus, ne? Oh, Montimor sieht nicht glücklich aus. Ja, egal. Wer ist das denn? Voila. Liberty Lee. Okay, mit der sind wir. Die ist der blöde Kuh, die Carina Schneider, ne? Boah. Wir sollten die. Vielleicht sollten wir die doch erst zum Feind machen, dann gut mit ihr reden, heiraten und dann zum Schluss töten. Ja, könnten wir machen, ne? So. Okay, wir brauchen einen Hochzeitsbogen. Wo kriege ich den denn jetzt her? Den Hochzeitsbogen. Hochzeit. Was finden wir denn darunter alles? Da, sowas hier. 325. Oh Gott, das ist aber alles sehr teuer, ne? Ist das dann unserer oder vom Park? Oh, blau. Blau ist schön. Ich würde sagen, wir heiraten hier, oder? Da ist super. Okay, und wir brauchen Kuchen. Kuchen. Brauchen wir Kuchen? So, man sollte Kuchen richtig ein. Aber wir müssen wahrscheinlich einen Kuchen backen, ne? Gibt's nicht. Ist jetzt wurscht. Okay. Gut, wo ist Finn? Wo ist Finn? Finn ist nicht da. Super, okay. Wir trinken. Gäste die Zeremonie ansehen lassen. Gast fürs Kommen danken. Ich würde sagen, wir fangen damit an, ja? Also, wir machen von Interesse schwärmen. Wo finden wir das denn? Bitte in die Wolken, Hände küssen, nach Essen fangen, rumblödeln. Freundlich. Wo ist das denn? Nach Karriere fragen. Fragen wir doch mal auch, was er gerade so beruflich macht, ne? Hüftstoß. So. Zuspruch geben. Training. Dehnen. Sit-ups machen. Ne, das muss ja jetzt nicht sein, ne? So. Okay. Machen wir erstmal. Finn wurde zur Tagespflege geschickt. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und er macht jetzt hier was? Mein Gott. Oh mein Gott, wir stinken. Oh, nein, wir stinken. Worst case, haben wir hier eine Dusche? Haben wir hier eine Dusche? Wir haben nicht mal eine Dusche. Oh mein Gott, wie peinlich ist das denn? Die Braut stinkt. Die Braut stinkt. Montimor ist Schriftsteller bei Bunte Bücherwelt. Ein Schriftsteller verdient wahrscheinlich nicht so viel, ne? Aber wir brauchen unbedingt eine Dusche, Leute. Ich muss duschen. Kann ja nicht angehen, dass ich jetzt hier stinke. Wir sehen ihn. Ach, die ist günstiger. Ja, dann tun wir die hier rein. Moment. So, dann entfernen wir die Toilette. Und. Passt da gar nicht rein, wa? Doch, hier. Okay. Wir müssen unbedingt duschen. Schnell duschen. Machen wir die Gäste später.
Go, 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 go. Geh duschen. Stinke nicht mehr. Ah, was ein Drama. Okay. Hauptziel heiraten. Trinken. Ansehen lassen. Ich würde sagen, wir heiraten jetzt einfach direkt, oder? Komm, wir heiraten direkt. So. Ich hoffe, die Gäste kommen dann auch. Travis, wo bist du? Weh, der flirtet wieder mit der einen, ne? The Rap. Der flirtet direkt mit der nächsten, ne? Oder? Oder? Wer ist das? Liberty Lee. Sehen wir die schon? Ach, hier, das ist Liberty. Mein Gott, die sieht richtig schick aus und hier sieht die eher so sportlich aus. So. Sind wir jetzt mal fertig mit Duschen? Oh, Bontimor. Zuspruch geben. Direkt nach der Hochzeit geben wir ihm mal einen Zuspruch, oder? Du kannst doch nicht in dem Outfit heiraten. Outfit ändern. Also wirklich. Wir hatten doch gerade so ein Hochzeitskleid an. Wo ist denn das hin? Wo ist denn das hin? Na super. Jetzt müssen wir in dem Kleid heiraten? Echt? Ah, naja. Stopp! Travis, wo du auch immer hin willst. Nee, nee. Okay. Bitte heiraten. So. Jetzt wird geheiratet, meine Kinder. Es wird geheiratet. Dum, dum, da, dum. Dum, dum, da, dum. Oh, willst du mich für immer und ewig lieben? Ja, das will ich. Und ich werde dich umbringen. Aber das weißt du jetzt noch nicht. Du wirst glücklich sterben. Oder vielleicht auch nicht. Für immer und ewig. Ah, ist ja schon niedlich, ne, die beiden hier. Kussi, Kussi hier, Kussi, Kussi da. Dim, dim, da, dim, dim, da, dim. Wir müssen jetzt auf Toilette? Dein Ernst? Jetzt? Oh mein Gott. Das wäre echt peinlich, wenn wir jetzt vor allen Pipi machen. Es läuft heute aber auch alles nicht so. Was für eine wunderschöne Zeremonie. Sind wir jetzt verheiratet? Oh, der Ring! Nein, die blöde Kuh ist im Weg. Das ist doch jetzt nicht wahr. Was will die blöde? Dann müssen wir jetzt hier durchsneaken. Oh. Der, oh. Yay, wir sind verheiratet. Tada, schon ist die Musik vorbei. So, mein Lieben, ne, die Veranstaltung ist vorbei. So, wir haben kein Stück Kuchen. Gästen für kommen danken. Wie machen wir das denn? Ach da, für kommen danken. Und du dankst auch mal fürs Kommen. So, okay. Trinken. Können wir das irgendwie auswählen? Wo ist Montimor? Montimor! Warum ist er nicht da? Das sollte doch dabei sein. Wir wollten doch mit ihm flirten. Wie ärgerlich. Ach, da ist er. Verlobte miteinander flirten lassen. Nee, oder? Oh, doch, das gibt... Gibt das Simoleons? Warum ist das hier so ein Simoleon? Eine Hochzeit macht noch lange keine gute... Ja, gut. Okay, dann, mehr Auswahl, romantisch. Für die Fahrstellen, ausdrücken, verführerisch sein. Oh, so viel! So viel! Einfach flirten. Flirte mit ihm und danach geht Pipi machen. Die beiden sind mir welche, ne? Ah. Auf mit dir zu quatschen! Und du hör auf mit dem zu quatschen! Du pinkelst dich gleich ein, genauso wie Travis. Wir haben beide eine schwache Blase heute. Oh, wow. Come on! Flirte mit ihm! Die beiden sind mir welche. Ist doch nicht wahr. Jetzt geht er auf Toilette. Ja, warum kannst du denn nicht? Geh doch auf Toilette. Ach so, weil die jetzt flirten. Auf der Toilette flirten wir. Geil. Auf der Toilette flirten. Ach, ich werde dich gleich töten. Ja, 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 ja. Aber wir müssen dreimal flirten. Dann flirten wir dreimal. Ich weiß zwar nicht, was das bringt. Aber das machen wir jetzt einfach. So, ich würde sagen, wir gehen dann aber auch nach Hause. Gut. Ich denke, das ist okay, oder? Ja.
So, jetzt ist irgendwas mit Silber. Wahrscheinlich ist die Hochzeit dann voll erfolgreich gewesen. Gut, mit Montimore konnte ich jetzt leider nicht wirklich quatschen. Das musste alles viel schneller gehen. Die Folge geht auch schon mega, mega lang. Es tut mir jetzt ein wenig leid, dass die so lang ging. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm für euch. Wir sind auch schon vor Müdigkeit jetzt eingeschlafen in unserem Nicht-Hochzeitskleid. Ah, naja, gut. Wir fahren jetzt nach Hause. Ich beende das Ganze hier und wir werden nächste Folge dann, nächste Woche Dienstag, unseren Ehemann umbringen. Wir versuchen es zumindest, ne? Und ja, wir versuchen natürlich Montimore. Nee, wir müssen erst Montimore einladen, mit ihm dann rumflirten und so weiter. Und dann müssen wir ihn ins Gras beißen lassen, wenn wir den anderen Freund haben, den Montimore. Und ja, so läuft das ab. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch einen kleinen Daumen nach oben. Und das ist nämlich ein ganz kurzes Feedback für mich. Also ganz kurz, es ist ein schnelles Feedback für mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und bis dahin, eure Licia.